Ich bin für einige Wochen hier im wunderschönen Sri Lanka unterwegs. Normalerweise arbeite ich mit zwei Canon EOS R5 und diversen Festbrennweiten. Für diese Reise aber habe ich mich entschieden, möglichst klein, leicht und kompakt unterwegs zu sein. Nämlich mit der EOS R10, dem Kit-Objektiv, dem RFS 18-150mm, dem RF 100-400mm und dem 1,4-fachen Telekonverter. Gerne möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ich arbeite und möchte euch einige Tipps und Tricks für gelungene Reisefotos und Videos mit auf den Weg geben. Viel Spaß! Ein ganz zentraler Punkt in der Reise wie auch in der Streetfotografie ist für mich, dass ich möglichst klein, leicht und somit fast inkognito unterwegs bin. Mit einer großen Kamera und einer großen Linse wäre das fast unmöglich. Aber mit der EOS R10 und dem Kit-Objektiv, dem 18-150mm, bin ich hier klein, leicht und agil unterwegs, was es mir erlaubt, solche Schnappschüsse hier zu schießen. Wenn es um Weitwinkelaufnahmen geht, bin ich mit dem 18mm Kit-Objektiv doch relativ stark limitiert. Deshalb nutze ich gerne die Panorama-Funktion der EOS R10, was es mir erlaubt, wie hier soeben im Tempel drin, riesig lange Panoramaaufnahmen zu schießen. Ein ganz großer Vorteil der EOS R10 ist der Crop-Faktor beim APS-C-Format-Sensor von 1.6 im Vergleich zu einer Vollformat-Kamera. Hier in der Wildlife-Fotografie, wenn ich mit dem 100-400mm Objektiv arbeite, entspricht das dem 160-640mm bei einer Vollformat-Kamera und somit kann ich viel näher an die Tiere ran und kann einen viel näheren Ausschnitt wählen. Dies ist nicht nur bei der Tierfotografie ein großer Vorteil, sondern auch bei der Sportfotografie. Wie hier beim Fotografieren dieser Surfer, die sich doch ein paar Meter hinter mir im Wasser befinden und ich das 100-400mm mit dem Telekonverter nutzen kann, um die Athletinnen und Athleten näher ranzuzoomen. Das Schöne an der Reisefotografie ist ja, dass ich meine Fotos und meine Eindrücke mit meinen Freunden und Bekannten daheim über Social Media oder über andere Kanäle teilen kann. Ich kann dies tun, indem ich meine EOS R10 über Bluetooth oder Wi-Fi mit der Canon Connect App mit meinem Telefon verbinde. Ein Tipp von meiner Seite, wenn man die Kamera in den Flugmodus schaltet und für das Verbinden ein USB-C-Kabel nimmt, dann spart man einiges an Batterien in der Kamera und das Runterladen und Anschauen der Bilder auf dem Mobiltelefon ist zudem um einiges schneller. Es ist zwar kein neues Feature, aber trotzdem wissen es viele nicht. Ich kann meine EOS R10 über ein reguläres USB-Ladegerät aufladen, welches ich zum Beispiel für meinen Laptop oder für mein Mobiltelefon brauche. Somit entfällt die Mitnahme von einem zusätzlichen Ladegerät für die Kamera. Ein riesiger Vorteil für mich als Sport- und Actionfotograf ist die schnelle Serienbildabfolge, die die EOS R10 schießen kann. Nämlich 15 Bilder mit dem mechanischen Verschluss und bis zu 23 Bilder mit dem elektronischen Verschluss. So verpasse ich die Action hier auf dem Wasser auf gar keinen Fall. Übrigens, die Kamera schießt natürlich nicht nur exzellente Fotos in einer Auflösung von 24 Millionen Pixeln, sondern ich kann damit natürlich auch filmen und dies in einer Auflösung von 4K mit bis zu 50 Frames pro Sekunde. Ich kann auch Super Slow Motion filmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde in Full HD Auflösung. Ein paar Beispiele seht ihr hier.
Mein Fazit: Nach fast 4 Wochen Arbeiten mit der EOS R10 und dem RFS 18 bis 150 Objektiv ist klar, ich habe diese Combo absolut lieb gewonnen. Klar, man geht bestimmte Kompromisse ein und man kann es nicht mit einer Profikamera oder mit Festbrennweiten vergleichen. Aber dank des kleinen Gewichtes und der kleinen Maße ist diese Kamera für mich die ideale Begleiterin für meine Reisen, für meine Streetfotografie oder für Actionfotografie unterwegs.